Hallo Therapietelefon. Ich bin Sophie und ich komme zwar nicht aus Australien, sondern nur aus Bayern, aber ich glaube, ich habe trotzdem was relativ Interessantes zu erzählen, und zwar die Geschichte, wie ich auf euren Podcast gestoßen bin. Ich bin nämlich riesengroßer Fahrenurlaub-Fan und habe dann mal bei Spotify geguckt, was es da so für Interviews oder Beiträge gibt, und habe halt dann eure Folge über Fahrenurlaub entdeckt, da reingehört und war eigentlich total begeistert, weil ich euch beide sehr sympathisch finde. Und ja, seitdem habe ich mir mehrere Folgen angehört. Ich höre euch sehr gerne und sehr regelmäßig. Und ja, macht so weiter. Ansonsten noch viel Spaß bei der Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen bei Die Therapie mit Ihren beiden guten, gelaunten Therapeuten und zu Therapierenden. Hier sind Julian Leithoff und André Georg Hase, mein Freund. Den Julian Leithoff-Einstieg gewählt, aber auch und zu Recht. Feier. Weil wie man eben gehört hat, es ist ja vor der Aufnahme, habt ihr eine Nachricht vom Therapietelefon gehört. Und der Julian ist ja hier der Quotenbringer, ne? Also der bringt hier die Themen, die die Massen begeistern. Hier hat noch nie jemand irgendwie gesagt, ja, ich habe so nach Falke-Socken gegoogelt und darüber bin ich auf euren Podcast aufmerksam geworden. Und dann habe ich mal reingehört, oder der Dyson-Staubsauger, oder ich wollte mal ins Spa fahren oder sowas. Oder wie ist das eigentlich in der ersten Klasse? Kam noch nie. Oder etwa doch? Oder halten sich diese Leute einfach nur seriös zurück? Ich weiß es nicht. Meldet euch. Nein, aber das ist, André, wir haben hier das, wie in der Agentur, das 360-Grad-Angebot. Also das ist ja genau andersrum. Ja? Eben, ja. Die Leute wiederum, die wenigsten werden über diesen Podcast auf den unbekannten Künstler Farin Urlaub stoßen. Auch mal hier Werbung für den machen. Talentierter Mann. Einfach mal reinhören. Ist jetzt auch bei Spotify. Ja, und nein, aber das ist doch tatsächlich, muss man da an der Stelle ja auch zugeben, das Thema kam zwar aus dem Herzen, aber ich hatte Wert darauf gelegt, dass die Folge auch das Rendezvous mit Farin U in Klammern Urlaub heißt, damit genau das passiert. Clever. Dass so tolle Leute wie Julian Leithoff, ja, der weiß, wie man die Leute manipuliert. Im Supermarkt gehen alle immer links rum, da müssen die Farin Urlaub CDs stehen. Gibt's hier, wie war denn eigentlich, du bist ja wirklich großer Ärzte-Fan, vor allen Dingen großer Farin Urlaub-Fan. Wie war denn jetzt so das Feedback in den, die Ärzte ja große Fan-Followerschaft, ja, wie war denn so das Feedback auf, sind jetzt doch bei Spotify, weil bei mir kann ich dir ja sagen, als du mir das erzählt hast, ich habe ja gesagt, eine Welt bricht zusammen. Das ist halt auch immer, ja genau, ich habe halt geweint, ich wollte aufs Fenster springen, aber du hast mich noch zurückgehalten. Ich finde halt, wenn man sich so hinstellt und so, nein, und da machen wir nicht mit, die wollten ja damit ein Statement setzen, dass sie da nicht verfügbar sind, und dann halt so ein paar Jahre später so, ja, jetzt halt doch, ist halt jetzt so. Und wie hat so die Fanbase reagiert? Wird das jetzt so als Sellout ausgelegt? Sind die jetzt, wie immer. Nicht, sind die jetzt nicht mehr Punk, Julian, genau. Die Ärzte? Ja, mit Hits wie Männer sind Schweine, sind die nicht mehr Punk? Die Masse ist gespalten. Ja, wie findest du es? Ich find's voll in Ordnung. Du findest's gut? Ah ja, klar, du bist ja auch Kapitalist. Ja, ne? Ich bin vor allem ja einfach Spotify-Konsument und eben. Hatte bisher immer die ätzende Situation, wenn's dass... Wenn's bequem ist, Julian, wenn's bequem ist, oder? Eben, oder? Dann ja. ist es halt einfach geil. Ja, und deswegen höre ich höre einfach seitdem jetzt wieder viel öfter unterwegs als in meinem Jet-Setter-Leben trotzdem die Ärzte. Ja, das, was mir vorher immer verborgen geblieben ist. Ja. Nee, deswegen, das war, wenn man irgendwie wie ich eigentlich 90% nur Ärzte und Beatles hört, und die waren ja auch irgendwie bis vor ein paar Jahren nicht auf Spotify, was natürlich eine traurige Zeit, und jetzt ist alles da, aber die ganzen B-Seiten etc. sind ja noch nicht bei Spotify, das heißt, es hat sich trotzdem gelohnt, die ganzen Alben zu haben. Na eben, daher. Aber du hast auch CDs, ne? Oder hast du auch einfach so Schallplatten gekauft, ohne einen Plattenspieler zu haben? Auch, aber... Ach, was, hast du Schallplatten, oder? Aber du hast keinen Plattenspieler, ne? Ja. Aber die sehen natürlich einfach sehr geil aus. Ne? Ja, ich habe auch teilweise Platten, die ich ganz, ganz selten einfach mal nur auflege, die wollte ich halt einfach nur haben. Und warum denn auch nicht, Julian? Ist es nicht schön, schöne Dinge zu besitzen? Ja, aber noch viel schöner ist es, nicht nur schöne Dinge zu besitzen, sondern lebendige Dinge. Ja, das stimmt. Man hätte auch überleiten können mit, aber die schönsten Dinge im Leben, die sind umsonst. Naja, zumindest bis sie dann da sind. Okay, das wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Sat.1 Frühstücksfernsehen gewesen. Dazu haben wir jetzt hier Familienvater Julian Leithoff. Hallo Julian. Hallo, liebe Community. Um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben beide so unabhängig voneinander, jetzt vor der Aufnahme, als wir gestern telefoniert haben, gesagt, ja, hier gibt's irgendwelche Themen. Genau, und sowas. Also die Vorbereitung für die Therapie, vielleicht mal ein kurzer Blick hinter die Kulissen, die laufen meistens so, dass Julian und ich uns im Laufe der Woche einen Dialog aus zwei
einmal hin und her. Hey, hast du was? Ja, das. Und du? Ja, das. Ende. Aufnahme beginnt. Aber nicht aus Faulheit, sondern damit es hier wirklich ein authentisches Gespräch eben, und nicht ein gefaktes ist. Ja? Und diesmal einer der seltenen Fälle, dass wir, obwohl es ja gar kein tagesaktuelles Thema ist, beide vielleicht mit unterschiedlichem Hintergrund nochmal so das Thema, das Thema Kinder, Eltern oder also, genauer haben wir es ja gar nicht gefasst, in dem Bewusstsein, dass man eben nicht dann vorab darüber redet, ja, dann erzähle ich dir nachher das oder frag mich mal das. Das ist ja nicht dann ein authentisches Gespräch. Eben. Aber wir wollten beide über dieses Thema sprechen. Ja. Und ich kann ja sagen, bei mir war so ein bisschen der Hintergrund, dass du bei der, ich glaube, vorletzten oder vorvorletzten Folge so angedeutet hast, dass einfach du dich mit dem Thema mal so auseinandersetzt. Und das in mir einfach so ganz allgemein, eher wissenschaftlich. Na gut, aber die Übergänge zwischen der Wahrheit und Unwahrheit sind ja hier im Podcast fließend. Aber du hattest ja zumindest mal die Community glauben lassen, dass du dich schon auch mit der Fragestellung auseinandersetzt. Es ist ja nicht so, als ob ich Kinder irgendwie nicht leiden könnte oder sowas. Ja? Ich lebe in einer festen Partnerschaft. Wir überlegen jetzt, in eine noch größere, noch bessere Wohnung zu ziehen. Und in der gäbe es dann auch noch Räumlichkeiten. Und dann haben wir da auch schon mal drüber gesprochen, dass das ja halt eben auch, dass man da auch mit einem Kind leben könnte. Du hast mir dann daraufhin gesagt, aber wie willen die das dann machen, wenn ihr da im vierten Stock wohnt? Ja, also vor allem die Schwangerschaft. Ja. Also bleib ihr halt einfach zu Hause, das ist ja schön. Ja. Also, muss ja eigentlich nur einmal da hoch. Online-Shopping, Rewe-Lieferdienst, wird dann auch alles installiert im Übrigen. Ja, stimmt, ganz pragmatisch reden. Ja, wobei ich da dann halt eben auch denke, weil was ich halt immer höre, so, ja, Kinder, aber du, das ist auch ganz schön teuer und hier, wie viel Geld das kostet und der ganze Kram und ständig wachsen die aus den Klamotten raus und sowas, ja. Und also wir zwei verdienen ja, glaube ich, ungefähr gleich viel. Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also großes. Verdienst du viel mehr als ich, wegen den ganzen Steuererleichterungen, die ich bezahlen muss. Nein, aber ich losgelöst davon, worauf... Naja, das halt eben, dass ich mir halt schon auch denke, naja, es wäre aber halt schon auch schön, das Geld einfach nur für sich und für seine Partnerschaft und für sein Leben und so auszugeben, anstatt dann irgendwie zu sagen, ja, dann kaufe ich halt jetzt so Klamotten, aus denen das Kind dann in einer Woche rauswächst, in einer Stunde rauswächst. Ja, aber ich glaube, das ist ja direkt so der... Klingt halt auch sehr egoistisch, aber so bin ich ja auch. Ne? Nö, was heißt egoistisch? Ich finde eher, dass wenn man diese Art von Haltung hat, finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich finde nichts schlimmer als eine Kollegin von mir wurde schwanger und auch so, ja, und wann ist denn bei euch soweit und sowas, wo ich auch schon dachte, ja, wir arbeiten halt zusammen, wir müssen jetzt nicht über meine Familienplanung reden, aber die war dann auch so, ja, aber jeder will doch Kinder und was hat denn das Leben sonst für einen Sinn, und die konnte das halt gar nicht verstehen, dass es auch Leute gibt, die das vielleicht nicht wollen. Nee, das ist für mich die für so einen Podcast wahrscheinlich nicht so spannende Meinung. Jeder soll halt machen, was er will. Ja. Was ich aber oder was mich eher sauer macht, ist, wenn man glaubt, mit einer Pro- und Contra-Rechnung, was kostet es mich, was bringt es mich, versucht irgendwie das Kind zu rechtfertigen. Zu rechtfertigen oder auch sich selbst irgendwie so schön zu reden, weil ich glaube, wenn man das darüber, okay, das Geld hätte ich ja sonst für mich, ich habe aber, weil dann ja mindestens einer irgendwie teilweise zu Hause bleibt, da haben wir ja weniger Einnahmen, aber mehr Ausgaben, aber ein Kind macht ja auch Freude. Also ich glaube, dass du halt, die Rechnung wird niemals im Leben aufgehen. Und ich glaube auch, dass diese Rechnung mit, naja, aber ansonsten ist man ja im Alter dann total alleine. Also, ne, ich liebe meine Mutter über alles, ja, und auch meinen Stiefvater, ja, oder meinen leiblichen Vater finde ich auch ganz okay mittlerweile wieder, ja, aber trotzdem bin ich ja jetzt nicht alle zwei Wochen bei denen. Ich wohne halt in Wiesbaden, die wohnen da auf einem Dorf bei Wetzlar, ja, und das wird halt auch, ne, meine Mutter ist jetzt 60 geworden dieses Jahr, ja? Und wenn die jetzt halt 70 ist, dann wird sich das vermutlich auch nicht ändern, dass ich dann da so einmal die Woche hinfahre oder so. Ja, aber es geht ja auch um sowas wie Weihnachten, so, aber auch da, also ich... Es geht ja auch um Weihnachten. Nein, es geht doch um Weihnachten. Ja, aber es wäre für mich tatsächlich ein Horrorleben. Ja, aber du hast ja dann deine Partnerin und dann sitzt du halt eben da und dann denkt man so, ach ja, so mit, wenn man jetzt irgendwie so vielleicht so erwachsene Kinder hätte, die jetzt auch mit den Kindern kommen, das wäre ja auch schön. Ja, stimmt, das wäre auch schön. Bescherung.
Oh, ein neuer Porsche Cayenne, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was macht eigentlich der Julian gerade? Post von Julians Weihnachtsessen, so ein Hähnchenschenkel für alle. Für mehr ist kein Geld da, weil Kinder so teuer sind, die wachsen ständig aus den Klamotten. Ja, ich hatte mal gelesen, bis das Kind typischerweise auszieht, sind es irgendwie entweder eine Viertel oder eine halbe Million. Ja. Das ist so der Wert. Aber ich glaube halt nicht, dass man die sonst auf der hohen Kante hätte. Ja, das ist ja auch genauso, wenn Leute so, ey, guck mal, ich habe jetzt mit dem Rauchen aufgehört, ich habe mir so eine App runtergeladen, guck mal, wie viel Geld ich schon gespart habe. Wo ich so denke, ja, gut, also ich nehme nicht an, dass das Geld jetzt, dass du jeden Tag dann so 5 Euro zur Seite gelegt hast. Nee, und ich weiß nicht, das hatte ich auch letztens in einem Forum auch eben so die Frage an die Community, so, ja, wir sind jetzt an dem Punkt, also wir haben jetzt das mal durchgerechnet und ja, also das soll ja auch, also ich höre ja von allen, dass das wirklich gut ist und auch so den Horizont erweitert, aber ganz ehrlich, ich kann ja auch mich ansonsten weiterbilden, wo ich dachte, oh mein Gott, also egal, wer da jetzt am Ende schreibt, krieg Kinder oder nach deiner Rechnung würde ich nochmal drüber nachdenken, wo ich denke, ey, wenn das die Denkstruktur ist, lass es auf jeden Fall. Ist wie bei LSD nehmen, wenn du schon Angst davor hast, dann solltest du es lieber bleiben lassen. Ja, und Kinder sind wie LSD, wenn du Angst davor hast, dann sollst du es lieber bleiben lassen. Also, Hase-Quote. Also ich hatte jetzt so ein spontan Gäste-Punchline. So. Nee, das war so ein spontaner Poetry-Slam mit Comedy-Einschlag, aber später mache ich Stand-Up. I guess the moral. Irgendwie so. Das könnte man auch bei so Poetry-Slam einfach so... auf was will er am Ende hinaus? So mit auf Konsumkritik oder irgendwie einfach, dass er ein witziger Typ ist? Ja, das wäre doch was. Neues Julian Leithoff mit seinem neuen Solo-Programm. Worauf will der jetzt hinaus? Übrigens, für mich ein ganz, ganz bitterer Moment, den ich letzte Woche hatte. Oh, hast du Pilze gegessen? Oder? Nein, ich habe Kaffee getrunken. Auf der Suche nach irgendwie unseren Gäste-Punchline-Dingern Gäste-Punchline bei Google eingegeben und kam auf von Conan O'Brien. Ja. Da gibt's Guess That Punchline. Ja. Also nicht Guess The Punchline, sondern Guess That, also schon ganz anders. Ja. Und tatsächlich so mit der ähnlichen Idee, einfach, dass es dann so verschiedene Alternativen gibt. Aber anders als bei uns ein geskriptetes, gefaktes Ding, also auch offensichtlich, das ist Teil des Witzes, dass dann irgendwie, die machen dann so eine Game-Show, wo aber alles vorher auswendig gelernt ist. Ja. Also, aber trotzdem war es ein bitterer Moment, weil es ja schon wirklich sogar vom Namen her und so. Ja, Julian dann. Und das Video war leider von 2016. Also, ja, hat man denn seit 2016 nochmal was von Conan O'Brien gehört in den USA? Dann darf ich mich dir jetzt endlich vorstellen. Der ist ja auch so groß und hat auch so kleine Schlitzaugen. Ja, und auch so eine helle Haut, stimmt. Mhm, ja, und rot kann man ganz leicht in schwarz umfärben. Und wann sind wir uns begegnet, Julian? 2016. Jetzt macht alles, jetzt ergibt alles Sinn. Okay, aber davon losgelöst, was war dein konkretes Kinderanliegen? Konkretes Kinderanliegen war auch ein Post von dir. Denn kann man das sagen? Ja, kann man. Ne? Man kann also sagen, ich weiß ja nicht, was zu sagen ist. Kann man das sagen? Aber ich habe ja die Schere, ich kann es am Ende auch rausschneiden. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, haus raus. Okay. Mal gucken, ob es drin bleibt. Du postetest bei Facebook, dass du einen Kinderwagen suchst, einen Übergangskinderwagen quasi, weil eurer kaputt gegangen ist. Und um direkt dazwischen zu grätschen. Schickt Julian alle Kinderwagen, die ihr habt. Nein, es hat sich inzwischen gelöst, aber natürlich nicht über Facebook. Nein, natürlich nicht, sondern über persönliche Kontakte. Weil genau das passiert ist, deswegen wollte ich kurz dazwischen grätschen, um so ein halblasses Raus ohne Jingle daraus zu machen. Das ist genau das, worüber ich mich hier auch schon mal aufgeregt habe. Warum ist der denn kaputt gegangen? Kann man den nicht noch reparieren? Reparieren wäre viel besser für die Umwelt, statt immer neu kaufen. Nee, aber wenn ihr den zu Weihnachten bekommt, dann könnt ihr euch den auch jetzt schon nehmen. Weil ich gedacht, okay, alles, was man so typischerweise fragen oder kommentieren könnte, musst du ja in deinen Post reinmachen, damit diese Ideen nicht kommen. Mhm. Also deswegen hatte ich extra so diese Info, hey, ab zu Weihnachten gibt's neuen jetzt übergangsweise, damit ganz klar nur für jemand mir irgendwie für diese Zeit helfen kann. Ja. Und dann kommt aber trotzdem als erster Kommentar... Also im Januar hätte ich einen. Nee, im Januar hätte ich einen.
Das wäre auch gut. Nee, tut mir leid, wir brauchen unseren selbst. So, einfach, fragt doch, ob ob ihr den einfach schon früher haben könnt. Danke. Ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen. War aber auch tatsächlich mein allererster Gedanke. Ja, aber selbst du hast ihn ja freundlicherweise dann nicht mit runtergeschrieben, ja, weil man ja jedes Mal kriege ich eine Benachrichtigung. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich dir einfach einen kaufen soll und den dann so heimlich bei dir vor die Tür stellen soll. Und niemand erfährt dann jemals, dass ich das war. Und du bist jetzt in so ein netter Weihnacht, auch so mit so einer Karte, wo dann so ein schnurrbärtiger Weihnachtself. Und jetzt stell dir mal vor, dass ich sagen würde, ach witzig, weil ich wollte ja nur so einen gebrauchten als Übergang, den habe ich jetzt bei eBay verkauft. Voll cool. Richtig gut. Dann kann ich noch mehr Geld sparen. Ja, aber und deine Frage rührte genau, daher, dass durch diesen Kinderwagen, die Werbeagentur, in der ich arbeite, die ist ja über einer Kindertagesstätte drüber. Clevere Standortwahl, nebenbei bemerkt, ziehen da jetzt auch weg. Die Kita oder? Nein, wir. Den Kindergarten haben wir auch rausgeschmissen. Nee, das dieser Hipsterladen hier. Dann sehe ich immer, wenn ich draußen eine rauchen gehe, sehe ich dann immer, wie dann da so die Muttis ankommen. Und vor allen Dingen auch, wenn ich den Weg zur Arbeit hochlaufe, ist ein sehr schmaler Bürgersteig nur. Und da wird mir eigentlich regelmäßig der Weg versperrt von Kinderwägen, sollen das, glaube ich, sein. Aber das ist so eine bestimmte Art von Kinderwagen. Und zwar, also wenn ich mal überlege, natürlich lag ich auch mal in einem Kinderwagen, ja, aber es gab halt eben so einen, wo man so ein Verdeck so hoch machen konnte, weißt du, wo du dann so drin lagst, als man noch ganz klein war. Und dann, als man so ein bisschen größer war, zum Beispiel für sowas wie den Weg zum Kindergarten, weil das Kind ja dann einfach nur da rumläuft und sowas, ne? Also es muss ja dann, es ist ja kein weiter Weg oder sowas, ja, wurde ich einfach in so einen Buggy gesetzt und dann fährt man die Kinder da hoch. Vielleicht ist das ja auch so ein spezielles Ding oder so, ja, aber ich sehe irgendwie, Kinderwägen haben sich enorm weiterentwickelt und ich habe mehrere Arten ausgemacht. Also zum einen gibt's so Nostalgiker, die haben dann halt so absolut unpraktische Riesenräder, viktorianisches Zeitalter, Chrom verziert und sowas. Sie sehen halt aus, als ob sie 80 Kilo wiegen, ja. Und da liegen dann die Kinder wie in so einem Rolls-Royce Phantom halt eben drin, ja. Die gibt's. Ja. Die sind scheiße. Ja, und auch scheiß teuer. Ja, und auch wahrscheinlich richtig teuer. Dann gibt's so Cross-Dinge, die halt so aussehen, als ob du damit auch irgendwie so ein Downhill-Mountainbike-Cord irgendwie runter riden könntest. Ne? Die haben dann auch so nur so drei Räder, also so sportlich. Da sehe ich auch immer mal Leute mit Joggen. Da sitzen dann die Kinder so drin. Ja. Das ist halt so drei Räder und das hat dann wie so ein kleines BMX. Hat das dann halt so Reifen, weißt du? Und auch so Handbremsen und sowas. Ja, finde ich auch scheiße. Und dann, und die finde ich am beschissensten, das ist quasi wie ein Kinderzimmer, das du rumschiebst. Die heißen Chariot oder sowas, ja. Und die sind halt einfach so riesig. Das ist halt wie so ein kleines Zelt. Das ist halt wie so ein Zelt mit vier Rädern. Und hast du halt hinten so eine Schubstange, wie irgendwie, wie bei so einem Lagerarbeiter oder sowas. Und dann sind da halt so diese zarten, gebrechlichen 33-jährigen Mütter, die jetzt irgendwie ein Kind bekommen haben und mühen sich dann da so den Berg hoch mit diesem Lagerarbeiter, mit dieser Wohnung. Also du meinst, der ist trotzdem auch nicht hilfreich, weil er zu schwer ist, glaubst du, oder? Nee, ich finde, der ist auch einfach riesengroß. Und das Kind ist ja ganz klein, ja. Und das sitzt da ja nicht irgendwie spann drin, sondern Spack drin, ja, sondern das ist halt wie so ein Zelt, das kann dann da drin so rumlaufen und so und da liegt dann auch so Spielzeug drin und das ach, hat dann halt jetzt auch, weiß ich, was genau, du meinst, was du auch vorne ja mit so einem Reißverschluss dann aufmachst, mit so einem Netzeinsatz und so. Sieht man jetzt nicht standardmäßig. Also ich sehe die sehr häufig. Okay, ja dann. Aber ist vielleicht auch, weil ich in so einer reichen Gegend lebe. Ja, also. Aber was ist da los? Und vor allen Dingen, dann habe ich ja auch mal geguckt, weil ich tatsächlich auch, ich habe dann auch einfach mal geguckt, was kosten denn so Kinderwägen und sowas. Das ist ja unfassbar, Julian. Das ist ja unfassbar. Also so, das hätte ich nicht gedacht. So ein Kinderwagen, wie viel kostet der? Ich habe da welche gesehen, die kosten dann so 1.500. Genau. Und der ist dann nicht irgendwie so mit iPad drin oder sowas. Ja, sondern, es ist natürlich dann schon, also alles über 1.000 Euro ist Premium. Aber ist definitiv für Wahnsinn. Wer billig kauft, kauft zweimal. Also der Grund, warum. Oder ich fange mal anders an. Wir haben ja uns wirklich so ein absolutes Premium-Modell gebraucht, dann gekauft. Aber das sind eben diese Bugaboo. Ich weiß, die sind wahrscheinlich eine Mischung aus. Ist dann so hip mit so einem Fake-Ledergriff und sowas, ne? Das ist vor allem. Und so beige-schwarz. Also, das gibt's in. Das heißt ja auch irgendwie Chameleon. Also, von daher ist das wahrscheinlich
je nachdem, wo man langläuft, sieht es anders aus. Wie so ein Erlkönig. Kennst du das, wenn so Autos rumfahren, genau, wo man dann so die Form verschleiern will und dann sehen die halt aus, als ob die so einen allergischen Anfall haben. Oder ja, so. Und vor allem, das hat ja auch so als Hintergrund so, ja, nicht auffallen und so. Und in Wahrheit ist natürlich, das so, ja, okay, alle gucken. Und du, dadurch, dass das ja auch so ganz eng aufgeklebt ist, siehst du ja trotzdem alles bis auf die Farbe. Und die Farbe wiederum, die ist ja nicht so entscheidend. Ja, naja, ich glaube, das verschleiert schon sehr die Form, weil das ja dann so in sich verschlungen ist und sowas. Ja, ja, aber es ist schon sehr auffällig und. Ja, sei es drum, zurück zum Bugaboo. Ja, ja, gibt's, also den, gibt's den habt ihr euch gekauft. Gibt's auch als Erlkönig. Und übrigens, finde ich, um mal bei der Marke zu bleiben, ein wahnsinnig schlechter Name, weil es 700 Möglichkeiten gibt, das zu schreiben. Absolut. Vielleicht ist das auch der Hintergrund, weil das macht es einem bei so eBay-Kleinanzeigen sehr schwierig, weil die Leute auch in 7 verschiedenen Arten das Wort schreiben. Ja. Und okay, wie könnte man noch Bugaboo schreiben? Was war das Ungewöhnlichste? Fällt dir spontan eins ein? Mit 7G. Ja, sehr schön. Ja. Der war sehr schlagfertig, dieser Julian Leithoff. Gefällt mir. Ja. Der war sehr günstig zu ersteigern. Ja, genau. Null Beobachter. Ja, den habt ihr euch ja, gebraucht seitdem, gekauft? Ja, seitdem stottert das unser Kind. Ja, aber der wurde euch doch geklaut, oder? Genau, ja, das ist ja das Drama. Das ist unfassbar. Und so einfach, aber weißt du was? Das lohnt sich ja dann halt auch. Wenn das ein Kinderwagen ist, den du dann wahrscheinlich irgendwie so gebraucht für 500 verschachern mindestens kannst. Mehr ja, noch. Das, geil, Und die haben dann auch, also was... Also du kriegst dann, wenn du so ein Bugaboo oder so ein Kinderwagen... Könnte so eine Rugrats-Folge sein. Dann kriegst du auch so ein Zertifikat, wo dann, also irgendwo ist auch diese Nummer eingraviert. Aber ich meine, ich kann es jetzt sehr schlecht irgendwie jeden Mensch, der dir begegnet... Halt, stehen bleiben! Zeigen Sie Ihren Bugaboo-Ausweis! Der ist dann auch so Gestapo-mäßig. Wie sieht man das Logo aus? Aber André, ohne Mist, die ersten 3 Wochen ist es wirklich so gewesen. Du läufst so durch die Stadt und auf einmal siehst du nur noch Menschen mit Kinderwagen und ja, guckst sofort, okay... Moment mal. Okay, durch irgendeinen Zufall, ihr seid in einem Restaurant oder sowas, ja, und da steht so ein Kinderwagen und du denkst so, oh ja, okay, alte Gewohnheit, ich guck mal nach und du siehst wirklich, das ist meiner. Was machst du? Was macht Julian Leithoff? In der letzten Folge haben wir geklärt, dass du dich ja auch gerne mal, wenn deine Frau bedroht wird, tapfer ins Feuer wirfst und gegen betrunkene, gesichtstätowierte DJs kämpfst, ja. Ja, Anzeige komplett ausrasten und verprügeln. Anzeige komplett ausrasten und verprügeln. Also, in welcher Reihenfolge? Also, rufst du erst an, ja, hallo, Julian Leithoff. Ja, ich bin hier. Eine Anzeige machen. Genau. Dann komplett ausrasten und dann die Person verprügeln. Auch wenn es eine Frau ist. Klar. Julian Leithoff steht für Gleichberechtigung. Ja, ich das kann ich ja wieder die Ärzte zitieren. Manchmal, aber nur manchmal. Deswegen, es würde ja vielleicht sogar gut ankommen. Aber im Ernst, ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wie emotional das war, weil das ist ja viel krasser, als zum Beispiel das Fahrrad geklaut zu kriegen. Mhm. Weil du diese Situation, oder zumindest jetzt in diesem Fall war es ja, er wurde an der Kita oder aus der Kita geklaut. Ja. Also die Kita hat halt so einen Außenbereich, wo man eben auch, also der ist nicht gesichert. Es ist einfach so ein Ehrending, dass man halt... Ja. Einfach davon ausgeht, okay, Kinderwagen werden nicht geklaut, aber dem ist leider nicht so. Sprich, du kommst in die Kita, ja, und siehst halt, okay, Kinderwagen ist weg. Und ich so, okay, gab es irgendwie Fehler in der Kommunikation? Hat jetzt jemand umgeparkt? Hast du so einen Schlüssel rausgeholt, überall so geguckt, ob es irgendwo blinkt oder so? Dann ja, einfach so, wurde das Kind schon abgeholt. Parkdeck war, habe ich den nochmal abgestellt. Und dann einfach diese Situation, wenn dann irgendwann klar ist, okay, nee, der wurde einfach geklaut, dann mit dem Kind durch die ganze Stadt, es hat auch noch geregnet, ohne Kinderwagen zu laufen, so, ja. Ach, und dann auch die Kinder auch immer anzuschreien. Ne? Ja, und dann noch zur Polizei und sowas. Und voilà. Das, also tatsächlich so diese Situation, so die eigene Tochter dann nach Hause, sie berühren zu müssen. Geht! Ich hatte doch extra diesen 3-Zimmer-Wohnungsgroßen Kinderwagen gekauft, um nichts mit dem Kind zu tun haben zu müssen. Dieses Gehege für mein, dieses mobile Gehege, wie so ein Zirkus, weißt du? Ja, aber dann wäre doch... Kann man dann auch hinten so ans Fahrrad dran hängen, kann man wahrscheinlich auch bei einer Bahnreise so hinten ankoppeln. Wir können auch fernsteuern, dann kannst du auch zu Hause bleiben und vom iPad aus steuerst. Das wäre super, ja, an die Drohne dranhängen.
dann doch einfach so, wie so eine Hundemarke noch. Oder dran. Einfach das Kind in so einen riesigen, kennst du es, so in so im Alpenvorland gibt es das dann mal für so Extremsportler, wo man in so einem Plastikball drin ist, der aufgepustet ist und innen drin ist nochmal ein Plastikball und dann rollt man damit so einen Berg runter. Das wäre doch auch super fürs. Wäre auch so richtig absurd, damit mit dem Kind durch die Fußgängerzone zu gehen. Und aber auch das hätte ja. Aber das muss so richtig groß sein, dass so alle weggehen müssen. Aber das wäre eine große, mit großer Sicherheit verbunden. Absolut. Ja, und ja Sicherheit für Kinder ist das Allerwichtigste. Das finde ich nämlich auch, deswegen finde ich die ja auch so widerlich, diese Dreimannshelte, mit denen da Kinder so rumgescharrt werden, weil ich finde, das ist genauso dieses Ding, so Sicherheit und Komfort und das ist das Allerwichtigste für mein Kind und das darf nicht irgendwie damit in Berührung kommen und sowas. Ja. Und was besonders schmerzhaft ist dadurch, dass ich eben erst diesen Bugaboo hatte. Wenn das dann einen Tropfen Regen abbekommt. Das, weil der Bugaboo, das ist so dieser Allrounder, du bist gegen alles gewappnet, es sieht irgendwie halb in Ordnung aus, aber vor allem, es fährt sich halt wirklich wie ein Rolls-Royce und das, wie bei irgendwie vielen Sachen, die irgendwie eine hohe Wertigkeit haben, man merkt es erst, wenn man dann wieder die Otto-Normal-Version hat, die wir eben danach hatten, weil wir natürlich nicht das Budget für zweimal so ein Ding hatten, sondern dann eben bis... Erste Klasse Bahn fahren. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ja, stell dir mal vor, du würdest das... Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Und ja, das ist ja ein echtes Problem, so, weil ja. Ich bis heute, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie mit dem Normalen, wo du dann immer in der Stadt Probleme hast, im Wald spazieren, davon brauchen wir gar nicht reden, es ist alles ätzend, wenn du einmal, und oder den zusammenklappen und beim Bugaboo ist halt wirklich so an alles gedacht, es gibt für alles ein System, übrigens auch sehr ätzend im Bereich Kinderwagen. Anders als bei anderen Gefährten, nimm jetzt beim Auto, klar, BMW fährt sich anders als Audi, aber du kannst ja schon in ein Audi steigen und auch am nächsten Tag in Opel fahren. Es ist eine Umgewöhnung, aber du kommst ja schon von A nach B, du wirst schon ankommen. Während du beim Kinderwagen, schon angefangen beim Ausklappen, jede Marke hat so ein eigenes System, das sich auch nicht logisch erschließt. Also beim Bugaboo musst du bestimmt so eine einstündige Videoanleitung für die verschiedenen Situationen, wie ist es, wenn du am Flughafen irgendwie umpacken willst, wie es ins Auto passt, dann hast du natürlich für einen anderen Aufsatz, für wenn das Kind 3 Monate ist, als wenn es ein halbes Jahr ist und so. Mhm. Also und dieser ganze Kram ist halt für jeden Kinderwagen individuell und so schmerzlich, wenn du eben einmal weißt, es geht in geil, es geht in angenehm und das ist ja tatsächlich dann auch so ein Ding, wo sich ein Investment lohnt, weil du bist halt jeden Tag damit unterwegs. Absolut. Und gerade irgendwie mit Einkäufen erledigen und sowas, wenn du dann halt ein praktisches Ding hast, wo halt noch irgendwie 1000 Sachen reinpassen, ist es schon ein Unterschied zu der 100-Euro-Variante. 1000 Sachen, das ist nämlich auch das, was ich beobachte. Also ich mache jetzt das Bild noch komplett. Ja. Kind im geräumigen Dreiraumzelt mit 2-Raum-Unterteilung. Ja. Dann die Mutter hinten dran am Schieben, oder von mir aus auch der Vater, ja, das ist gleich. Dann noch so in den Griff eingeklemmt, so ein Laufrad, wo das Kind dann so mit rumlaufen kann und so. Ja, genau. Das klemmt dann so hinten in dem Ding, also das Fahrrad muss auch noch mitgenommen werden. Und dann hat die Mutter oder der Vater noch so eine Känguru-Halterung umgeschnallt, falls das Kind halt irgendwie dann nicht mehr in den Gemächern irgendwie bleiben will, dass man es dann nochmal so anziehen kann. Das aber, und wo ist das Kind? Das trägt er dann Huckepack. Weil das trägt er dann so Huckepack oder so eine Scheiße. Was soll das? Was soll das? Ja? Du musst für alle Eventualitäten gewappnet sein. Ja? Aber was hat man denn da alles dabei, Julian? Was hast du jetzt dabei? Kinderwagen, Laufrad, Einkäufe, Rucksack. Dann, ich vergesse leider selbst immer diesen Namen von dieser Tragetasche oder sowas, das wäre nicht meins unbedingt. Höchstens der Klassiker, wenn man irgendwie zu Hause irgendwie was machen will, egal ob aufräumen oder kochen oder sonst was, und das Kind aber schreit, dann brauchst du schon irgendwie diese Tragetasche. Hast du diese Tragetasche an? Beim Kochen. Oder am ätzendsten, wenn du halt wirklich irgendwie dann aufräumen willst und lauter irgendwie Spielsachen vom Boden aufheben und dabei immer dieses Känguru-Ding hast. Aber ich würde mich niemals trauen, das Tuch zu nehmen, was du dir ja einfach nur so umwickelst. Oder, also ne, ja, jetzt hören ja auch Leute zu und sowas. Ja, ne? Komm, zeig dein wahres Gesicht, André, komm. Ja, ich zeig immer mein wahres Gesicht, Julian. Bei mir wären die Leute jetzt überrascht gewesen. Ja, leider, wenn ich jetzt leider, gesagt hätte, André. Oh, das ist total super und das ist doch auch total klasse für, auch ergonomisch und alles. Also von mir rechnet man doch jetzt eigentlich damit, dass sich die Nanny um das Kind kümmert oder so, ja. Aber bei dir finde ich es jetzt schon überraschend, ja. Also bei dir hätte ich gedacht, dass du einfach so, ja, warum? Ich wollte da doch nur mal kurz irgendwie
ein Kilo Mett holen, für 1 Euro ist das gerade im Angebot, da schlage ich natürlich zu. Und da wollte ich noch meine Tochter mitnehmen, da habe ich die mir eben mal so umgeschnallt, Joggingbooks an und dann geht's los und dann kaufe ich das da ein. Aber du bist dann auch ein eitler Pfau und möchtest dann nicht, oder ne, jetzt klingt's ja negativ werdend, aber du würdest nicht damit rausgehen. Mit ja, dem also, Kind umgeschnallt, meine ich jetzt. Also sicherlich habe ich das im Neugeborenen-Zeitalter auch mal gemacht. Also ich würde es eher machen als aber du. Aber hast du alle Bilder löschen lassen? Nee, es ist für mich nicht so ein Thema, sondern ich finde es einfach nicht so praktisch. Ja. Also ich finde einfach... Ich finde auch, das sieht überhaupt... Weil vor allen Dingen, das Argument ist ja dann irgendwie... Mag ja sein, dass es irgendwie fürs Kind ganz angenehm ist. Und so, ja. Aber so das Argument von den Erwachsenen ist ja dann halt immer so dieses... Ah, du weißt, du hast halt auch die Hände frei und sowas und dann bist viel flexibler als mit so einem Kinderwagen, wo ich mir denke, Moment, der Kinderwagen, den schiebe ich halt mit einem Finger. Ja? Den schiebe ich halt mit einem aber auch Finger. Nur, hier das Kind, ich habe noch nie aber gesehen, dass jemand... Aber nur die Premium-Variante. Ja, die anderen, da brauchst du, das ist halt genau Julian, der... Ja, ich kaufe, wenn dann, die Premium-Variante. Ja. Ne? Aber wenn du das Kind so umgeschnallt hast, hab das noch nie gesehen, dass dann jemand so die Hände auch theoretisch zum Jonglieren frei hätte, ja. Sondern die halten ja dann immer noch so den Kopf vom Kind fest und eigentlich auch noch die andere, den Arm so unten drunter, weil sie dann doch Angst haben, dass das Kind unten rausfällt oder so. Das heißt, eigentlich läufst du dann halt so permanent dich selbst umarmend durch die Gegend und es ist überhaupt nicht praktischer. Nee, und ich hätte auch Schiss, wenn man dann stolpert oder so, ist ja auch nicht cool. Eben, wenn ich sehe das halt irgendwie, ich laufe da den Berg hoch, es ist halt irgendwie Schnee im Winter oder so und dann siehst du so diese Eltern und ich denke mir, ja, okay. Ja, aber ich kenne auch eine, halt, die ist beim Skiurlaub, hat die halt... Hat die auch das Kind umgehört. Ja, klar. Ja, warum denn auch nicht? Ja, aber weißt du, aber das, mit so einem Mini-Helm. Das gibt's ja nicht. Was war denn das für ein Helm? Ja, aber auch nicht überraschend. Natürlich gibt's bei Jack Wolfskin auch so eine Säuglingsabteilung, weil das sind ja die Eltern. Ja? Es ist ja eine ganz bestimmte Sparte Mensch, die so handelt. Ja? Schaut mich an, wie ich mit meinem Kind umgeschnallt herumlaufe. Nicht so wie da drüben dieser Rabenvater mit diesem, das ist ja noch nicht mal ein Premium Bugaboo. Bugugugu. Ja, aber und weswegen ich nochmal so dieses Thema hatte, war, dass ich einfach mit dir gerne mein Kopfkino besprechen würde, weil ich mir dann dich einfach so in der Vaterrolle vorgestellt habe. Ja. Und es gibt da einfach so gewisse Sachen, die kann ich mir nicht vorstellen. Vor allem André beim P-Kip zum Beispiel. Dieses, was ist denn P-Kip? Das ist quasi Krabbelgruppe, das ist das Prager, warte mal, Entwicklungs, nee, Prager Eltern-Kind Investigativ. Prinzip. Warte mal, ich hatte mir, das da bin ich tatsächlich Prinzip. Das hatte ich sogar auch mir hier irgendwo aufgeschrieben, was das genau heißt. Ja, Julian hat nämlich hier vor der Aufnahme... Prager Eltern-Kind-Programm. Vor der Aufnahme hat der Julian hier noch seine Unterlagen sortiert und auch so Dinge durchgestrichen und markiert und sowas. Ja, die kommen noch, André. Oh, nicht nur du setzt dich mit dem Thema Kind auseinander. Also das konntest du dir nicht vorstellen. Ja, sondern ich... Dass ich jetzt hier mit so einem Premium-Buggy irgendwie... Nein, oder komme. Mein Vorschlag wäre, wir können das doch einfach mal durchspielen. Ja. Weil... was beim, zumindest jetzt in dem PKIP-Kurs, in dem ich war, in jeder Gruppe irgendwie ein ganz großes Prinzip war, ist das Begrüßungslied. Also PKIP als Hintergrund ist die Idee, dass das Kind sich komplett frei entfalten soll, auch im Kontakt mit anderen Kindern. Ich glaube, man fängt so dann wahrscheinlich so nach irgendwie 3, 4, 5 Monaten an. Das weiß ich nicht genau, aber dann beginnt so dieser PKIP-Kurs. Mhm. Und das Besondere ist, alle Kinder sind komplett nackt. Nur die Kinder, ja, aber dann... Okay. Das ist speziell für Väter und Kinder. Dann, die Kinder sind nackt und es wird irgendwie mit Heizung etc. wird halt der Raum so temperiert, was richtig krass ist. Das ist total unangenehm für die Erwachsenen. Ja, genau. Ja, so ist es tatsächlich. Und dann hockt man zusammen und die Kinder dürfen einfach frei zusammen spielen und da irgendwie die motorischen Fähigkeiten irgendwie entwickeln etc. Und ist eben ganz, ganz wichtig, auch keine Windel, kein nichts, ist ganz wichtig. Das heißt, wenn irgendwie dann irgendwie gepisst wird oder so, dann ist es halt so. Das heißt, es kann theoretisch, also ist das dann auch, ich war doch da in diesem Lemurengehege, wo dann der Guide so gesagt hat, don't touch the lemurs, the lemurs can touch you, but you don't touch the lemurs, you understand? I said, don't touch the lemurs. Ja? Ihr P-Kip ist quasi wie der Lemur. Und da war halt auch bei einer dann so, setzt sich halt so ein Lemur dann so bei der auf den Schoß, hat er halt so in den Schritt geschissen.
Also das könnte dir da theoretisch auch passieren, dass sich dann so ein Kind irgendwie durchweicht, aber wenn du in so einem heißen Raum sitzt. Die netten Eltern, die schmunzeln, die anderen gucken halt so, das ist doch ganz normal, wo ist dein Problem? Ah, wie so stillende Mütter, die das in so im Bus machen, die dann so, das ist total natürlich, die so nur da drauf, die sich schon so suchen, umgucken, schaut irgendjemand mich an. Und da ist mir vor allem aufgefallen, dass es wirklich, glaube ich, in der Phase zumindest viel ätzender ist mit einem Jungen, weil die natürlich viel unkontrollierter da mit ihrem Schlauch irgendwie dann durch die Gegend pinkeln, ja. Das ist wirklich, Zwillinge, also eine, die zwei Jungs hatte, und das war wirklich, die hat er wie ein Oktopus quasi. Sollte man so durch den, im Sommer so durch den Rasenspringer läuft. Ja, und das wird dann aber eben alles weggewischt und so. Und es gibt immer das Begrüßungslied. Kommen dann da so Migrantenputzfrauen so schlecht gelaunt immer rein. Und so, ja, die Deutschen, keine Ahnung, was. Nee, das sind Tschechen, deswegen das Prager Eltern-Kind-Programm. Ah, da kommt dann so, keine Ahnung, was das hier soll. Nein, aber ich habe mir überlegt, in so einer Gruppe, das sind dann immer, weiß ich was, so 10 Kinder und die Eltern sind ja auch dabei. Das heißt, es sind viele Leute, ähnlich viele wie bei uns im Podcast bei Patreon Leute sind, die uns unterstützen. Ja, hier klopfe ich mal hier symbolisch, ne? So. Hier so Büroapplaus gibt's da, Arbeitsapplaus. So. Weil ich mir dann überlegt hatte, wir können doch, weil wenn wir jetzt nur uns zwei in diesem Begrüßungslied begrüßen würden, da würdest du vielleicht noch denken, ach, so ein nettes Lied. Ja. Yeah. Aber ich sag mal, das Lied ist für Erwachsene auch mit einer gewissen Monotonität verbunden. Ja, und die würde ich gerne alles, was für Kinder ist. Die würde ich dich gerne spüren lassen, aha, indem wir gemeinsam über dieses Lied, in dem man die Vornamen singt, ja, einfach alle begrüßen. Ja? Ich hoffe, wir haben jetzt die gleiche Reihenfolge. Wir ja fangen mit uns an und nehmen dann die Leute in unserem Podcast. Ja. Und dann und stell dir eben einfach vor, das ist dann das Leben. Ja? Das machst du dann mindestens einmal die Woche. Wie lange? Also diese Pegel geht über eine Dreiviertelstunde oder so? Nee, aber wie lange in Zeitraum? Das Lied? Ach so, ein Dreivierteljahr. Warte. So, ja. Und dann geht's irgendwie in die Kita. Ja. Aber dann stell dir vor, hast du da irgendwie die Sabine und ihre Zwillinge und ach ja, ja und ja. Na, was machst du jetzt? Oh, seit letzte Woche da hatte sie ein bisschen Durchfall. Aber und dann sagt dann irgendwann die PKIP-Leitung, so, sind jetzt alle da, wunderbar, ja, dann singen wir jetzt das Lied. Ich sing's einmal kurz vor. Aber ich denke, dir wird es sehr schnell gelingen, da reinzukommen. Okay. Dazu muss man sagen, also es beginnt mit Halli, Hallo. Ja. Und beim Halli winkt man mit der linken Seite. Ja. Weil das ist ja ganz wichtig, dass die Kinder auch gegenseitig ihren Körper kennenlernen. Ja? Deswegen beim Halli mit der linken Seite winken. Halli, Hallo, wie schön, dass du da bist. Halli, Hallo, wie schön, dass es dich gibt. André ist da, Julian ist da. Ben ist da, Dennis ist da, Halli, Hallo, wie schön, dass ihr da seid, Halli, Hallo, wie schön, dass es euch gibt. Erik ist da, Fabian ist da, Jens ist da, Sascha ist da, Halli, Hallo, wie schön, dass ihr da seid, Halli, Hallo, wie schön, dass es euch gibt. Maria ist da, Matthias ist da, Sandra ist da, Daniel ist da, Halli, Hallo, wie schön, dass ihr da seid, Halli, Hallo, wie schön, dass es euch gibt. David ist da, Falco ist da, Justus ist da, alle sind da, Halli, Hallo, wie schön, dass ihr da seid, Halli, Hallo, wie schön, dass es euch gibt. So, für alle, die jetzt noch nie in unser Hobbyprojekt die RPA1 Ohrwürmers reingehört haben, also da hört er schon, ne? da ist schon auch Kraft dahinter, gerade beim Julian, ja? Ja. Er hat ja eine engelsgleiche Stimme. Ja, ich war ja auch schon im PKIP-Kurs. Geht sogar. Ich mag sowas sogar, das wird dich vielleicht jetzt überraschen, aber eigentlich sogar ganz gern. Ich finde auch so zusammen singen ganz gut. Ich habe auch irgendwann mal. Ich singe ja auch gerne und sowas. Auch wenn ich mal in die Kirche gehe oder sowas, singe ich da auch immer mit und habe da auch wirklich dann Freude dran. Das mache ich ja. Und ich habe auch mal gemerkt, in Wetzlar, wo ich herkomme, da ist
da ist so eine freikirchliche Gemeinde, die ist da sehr, sehr stark vertreten. Und die machen dann da so einmal im Jahr, machen die in der Fußgängerzone dann so einen Stand auf und dann machen die da halt eben so Currywurst und sowas. Und kannst du einfach so hingehen, dir eine Currywurst holen. Und, ne, und die singen dann da ein paar Lieder und sowas. Da kommt dann auch keiner und sagt, hier, unterschreiben Sie mal oder treten Sie unserer freikirchlichen Gemeinde bei oder sowas. Und dann ging ich da auch lang und dachte auch so, ach ja, so eine Currywurst, das wäre jetzt nett. Und dann stand ich da natürlich ein bisschen in der Schlange, ja, weil so 4, 5 Leute einfach noch vor mir dran waren. Und dann haben die daneben dran auch so gesungen und da habe ich auch so gemerkt, ja, das geht mir schon auch gut rein. Und da glaube ich, ich könnte auch in die Fänge von solchen Leuten geraten. Halt. Einfach mit so, weil ich das ja, hey, guck mal, die sehen doch glücklich aus und das macht doch Spaß und so. Und hier mitsingen und die Texte sind auch schmissig und eingängig und sowas. Warum eigentlich nicht? Finde ich bei der Kirche auch. Frauen haben alle immer Röcke an. Ja, bei der Kirche ja auch nochmal sehr indoktrinierend, weil die Mucke eigentlich... Mucke geht. Ist ja schon ziemlich gut. Also zumindest auch so für mich als Pop-Freund. Ja klar, ich habe auch, als ich nach Wiesbaden gezogen bin, habe ich ja erst in Biebrich gewohnt und da neben der Kirche. Und irgendwann habe ich mal den Organisten kennengelernt von der Kirche. Und nur, weil der hat da sonntags war immer Gottesdienst und so, aber mittwochs hat er dann halt eben einfach da geübt. Ne? Ja. Dann habe ich den irgendwann mal gefragt, ob ich da einfach zu der Probe mal mit dazukommen könnte, wenn er da übt. Und dann ne, geht er halt erstmal natürlich einfach so die ganzen Register, heißt es glaube ich, ne? Mhm. Durch und sowas. Und dann irgendwann spielt er aber halt auch so Stücke. Und dann saß ich halt da allein, das ist eine recht große Kirche, saß ich dann unten halt allein so im Kirchenschiff und sowas. Und dann hast du das da so reingezogen. Ja? Vorher auch noch ein bisschen was reingezogen. und dann war das halt schon echt ganz geil. Dann habe ich den irgendwann auch mal gefragt, ob der auch mal so ein bisschen Boogie Woogie und so spielen kann. Das hat er dann das auch tatsächlich Hammer, gemacht. Und das ist halt auch wirklich cool, weil so eine Orgel in der Kirche ist ja auch das Ding. Die sehen ja so schon total imposant aus und man denkt so, wow, was für eine riesige Orgel. Das sind ja aber nur die Pfeifen. Ja. Du hast, ne? Und so auch diese ganzen tiefen Töne und sowas. Da ist ja hinter einer Orgel ist ja einfach noch ein richtiger, heutzutage würde man sagen, kleiner Kinderwagen einfach dahinter, wo dann halt noch die ganzen anderen Orgelpfeifen und halt so riesige Türme und Blasebalg und sowas steht. Und du kannst ja auch bei einer Orgel, wenn du einfach einen Stein auf die Taste drauflegst, sodass die unten bleibt, dann spielt die ja halt eben einfach. Dann spielt die ja bis in alle Ewigkeit. Es gibt auch Wahnsinn. Steve Reich, sondern John Cage. Das war ja so ein neuer Musikkomponist. Und da gibt's ein Stück, das heißt As Slow As Possible. Und das wird in Deutschland in so eine Kirche wird das halt aufgeführt. Und es geht über Jahrzehnte oder so, gell? Ja, über Jahrhunderte. So. Das ist irgendwie so angelegt halt eben, ne? Weil da wird halt jetzt nach und nach auch in so einer Kirchenruine diese Orgel erst aufgebaut. Kannst auch auf die Website gehen, einfach so aktueller Ton, dann klickst du so drauf und dann hörst du halt eben wirklich einfach nur so. Und das geht dann halt jetzt noch so 18 Jahre so und dann kommt halt irgendwann. Kommt halt ein anderer Ton für die nächsten 36 Jahre. Das nächste Menschenleben. Apropos Menschenleben, ja? Ja, richtig. Weil man muss ja aus mehreren Perspektiven das sehen. Das eine ist erstmal der Faktor ja auch, es ändert sich beruflich viel. Ja. Und da gibt es auch echte Tipps vom Berufscoach, dass wenn man sich irgendwo bewirbt, ist ja auch die Frage, was gibt man an? Ja, soll ich jetzt sagen, dass ich 2 Katzen habe? Ja. Und da habe ich hier auch einen Ratgeber dazu gelesen, in dem es heißt, was ist zu beachten, wenn ich den Familienstand im Lebenslauf angebe? Ja, ah, sehr gut, ja. Und was schon mal deutlich wird, es ist egal, es ist immer scheiße. Ja, männlich ledig. Ja. Jede Ausprägung kann vom Arbeitgeber interpretiert werden. Verheiratet, keine Kinder, heißt für den Arbeitgeber, dass der kriegt doch sofort jetzt gleich Kinder. Möglicherweise, und dann ist das bestimmt so ein moderner Typ, der dann daheim bleiben will. Dass hier möglicherweise mit baldigem Nachwuchs zu rechnen ist. Es entstehen also demnächst Ausfallzeiten aufgrund der Elternzeit. Auch so geil, dass es so beschrieben wird. Ja, so interpretiert er es halt. Dann... Geschieden zeugt von Scheitern. Warte, lass mich immer mal raten. Achso, okay. Ja, ja. Geschieden zeugt von Scheitern, ist mein Tipp. Dann, okay. Verheiratet? Verheiratet mit Kindern. Das hier ist man nur verheiratet? Ist nur verheiratet. Ja, da kommen bald Kinder. Zeugt aber auch von Beständigkeit. Zeugt auch von Beständigkeit, aber auch, ja, wenn die schon verheiratet sind, dann wollen die bestimmt auch bald Kinder bekommen. Dann, wenn Sie an den möglichen Interpretationen, wie Sie daran erkennen können, entstehen Ihnen insbesondere bei der Angabe von Kindern möglicherweise Nachteile. Eltern mit Kindern unter 12 Jahren wird von einigen Arbeitgebern ein Mangel an Belastbarkeit, eingeschränkte Mobilität sowie Ausfallzeiten resultieren. Dann ist ständig das Kind krank. Ich höre jetzt schon den Anruf. Ja, hallo, hier, mein Kleiner hat Schnupfen. Ich muss zu Hause bleiben.
Und dann hat der nächste Woche auch Schnupfen. Deswegen empfehlen wir Ihnen, die Angaben mit Zusatzinformationen anzureichern. Zum Beispiel schreiben Sie statt ledig ein Kind zwei Jahre, besser ledig in fester Partnerschaft. Ein Kind, in Klammern zwei Jahre, Betreuung gesichert. Betreuung gesichert. Damit, Ehevertrag geschlossen. Damit signalisieren Sie dem Arbeitgeber, dass Ihre Leistungsbereitschaft aufgrund der Kinder nicht eingeschränkt ist. Yeah! Ja. Ich glaube, Gott sei Dank gibt es diese Ratgeber. Total. Also wenn ich sowas kriegen würde, wo dann noch so in Klammern, ja, aber nee, das ist wirklich Betreuung kein Problem. Gesichert, kein Problem. Oma wohnt im Keller. Da weiß man doch sofort, Haus okay, abbezahlt. Da ist irgendwas im Argen. Ja. Immer noch Datenvolumen am Ende des Monats übrig. Aber lieber André, anders als du, habe ich ja diesen Schritt schon hinter mir. Du hast ja den Schritt schon hinter dir. Der Geist ist aus der Flasche, da geht er jetzt auch nicht mehr rein. Wie fühlt sich das eigentlich an? Ne? Ich glaube, bis 27, also jetzt noch 26 Jahre, zahlen zu dürfen. Wie ist das? Genau, und wenn ich mir so die Generation angucke, also die strömen jetzt nicht gerade, die drängen jetzt nicht gerade auf den Arbeitsmarkt. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Ja? Das ist meine Haltung dazu. Aber ich denke, du bist Atheist. Denk mal drüber nach. War das ein... Aber ich denke, du bist ein cooler Atheist. War das ein Fehleingeständnis? Nein. Ja, es ist... Soll jeder machen, wie er will. Klar, und es ist... oder anders nochmal von vorhin die Prämisse, wer sich die Frage stellt... Dann vielleicht lieber nicht. Ja. Ja, sondern. Ich überlege ja tatsächlich. Aber ich werde hier jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen. Nein, ist ja auch egal. Moment, das ist der schönste Moment meines Lebens. Das muss auch jeder selbst wissen. Ja, ich glaube auch, es gibt schöne Momente, die du dann mit einem Kind hast. Es gibt schöne Momente, die du mit deiner Partnerin hast. Es gibt auch einfach immer noch schöne Momente, wo du sagen kannst: Hey, dieser Moment, den ich jetzt hier ganz alleine für mich nur habe, der ist auch total schön. Was ich aber tatsächlich sagen kann, was mich so total irritiert, ist, dass. Alle Menschen sind ja so unfassbar unterschiedlich und in anderen Bereichen würde man ja nie sagen, okay, Person A macht es so, also mache ich es so oder bewusst gegenteilig, sondern es interessiert mich ja nicht. Ja. Wenn ich eine Beziehung führe, dann gucke ich ja nicht, okay, die machen das so und so, sondern mir ist klar, okay, die einen machen es so und die anderen so. Aber beim Thema Kind, vielleicht weil es so was Neues ist und vielleicht auch mit so viel Unsicherheit verbunden ist, guckt man so viel nach links und rechts. Und das bringt aber wirklich rein gar nichts. Ja, also, weil sich ja auch Kinder verändert haben. Ne? Also wenn du halt überlegst, so zu Zeiten des 30-jährigen Krieges, da brauchtest du halt eben einfach Kinder, die dir dann irgendwie auf deinem Scheißfeld helfen oder die im Krieg kämpfen oder sowas. Ne? Das ist ja alles auch noch gar nicht so lange her, dass einfach regelmäßig noch durch die Generation mit dem Stahlbesen durchgegangen wurde, weil irgendein Krieg angefangen wurde. Ja? Jetzt mittlerweile ist ja schon bei vielen auch irgendwie ein Kind ein bisschen auch so eine Lifestyle-Entscheidung. Ne? So, wir wechseln jetzt, was ich halt auch einfach schon von Bekannten mitbekommen habe, irgendwie so, ja, und ich wusste auch halt irgendwie so beruflich und sowas, wusste ich auch nicht mehr so weiter und hatte da jetzt auch, hat halt überlegt, mache ich jetzt die Fortbildung oder kriege ich ein Kind? Und dann habe ich mich jetzt erstmal für das Kind entschlossen. Ne? Ja, und das birgt für mich die Gefahr, dass man eben nicht mehr so... Zieh ich jetzt noch mal um, oder? Es eben dann mehr so als Mittel zum Zweck zu begreifen. Aber mir geht es vor allem eher darum, irgendwelche Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie andere, also entweder wie gut die das machen oder wie gut die damit klarkommen, weil das zum einen, also man kann ja so unterschiedlich das machen. Also für die einen ändert sich das Leben ja komplett und die anderen machen trotzdem irgendwie Weltreise und alles ohne Probleme irgendwie. Und landen dann halt mal eine Nacht in der Klapse. Ja, was ist denn los, Leute? Ja? Und deswegen ist es so, das ist der eine Faktor und natürlich, es kommt ja zu so unfassbar viel Faktor auch auf das Kind an. Also, ob du wirklich ein mega anstrengendes Kind hast, jetzt bezogen auf die Säuglingsphase, oder ob du ein pflegeleichtes Kind, was nie krank ist. Also auch das kannst du ja vorher nicht wissen, aber. Wie ist dein Kind, für das sie sich das in ein paar Jahren anhören kann? Pflegeleicht oder nicht? Pflegeleichteste auf der Welt. Wie ich übrigens auch. Ist auch mein Eindruck. Wie übrigens auch ich. Glaube ich auch. Aber auch das, man könnte niemals sagen, dass du halt nur unheimlich mit deinen drei verschiedenen Augenfarben. Genau. Pflegeleicht, aber gruselig. Das war mein Julian. Genau. Und wenn zum Beispiel mein Bruder, du hast ihn ja auch kennengelernt, würdest jetzt ja nicht auf die Idee kommen, dass er vielleicht irgendwie mit so das schwierigste Kind überhaupt, das einfach die ersten drei Jahre nur geschrien hat. Wirklich Wahnsinn. So, dass wirklich irgendwann ein Jugendamt vor der Tür stand und aber nach zwei Tagen gesagt hat, okay, nee, sie haben recht, es schreit halt einfach die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ja.
Aber vielleicht nehmen sie trotzdem irgendwie das Messer aus dem Rücken raus. Sehr gut. Ja. Grüße auch, der hört ja auch hier zu. Ja, genau. Leon, stehst drüber, gell? Ja. Nee, der war nur dann durch schwedische Kindermilch ruhig zu stellen. Findus hieß die übrigens. Ah, so, es musste die Kindermilch aus Schweden sein. Nein, er braucht Fidschi-Wasser. Ja, und das ändert natürlich sehr viel. Und ist natürlich auch sehr. War nur durch Kentucky Straight Bourbon durchzustellen. Und das ist natürlich sehr irritierend, weil in diesem Fall mein Bruder ist dritte von uns, dazwischen ist noch meine Schwester und die war auch sehr pflegeleicht, so dass du dann natürlich als Eltern irgendwann so eine okay, Schluss jetzt. Nein, aber du hast vor allem so dieses okay, nach so zwei Kindern, ich weiß ja, wie der Hase läuft und okay, andere klagen irgendwie, dass es so anstrengend wäre, aber nö, bei uns läuft es eigentlich ganz gut und dann kommt das dritte Kind und ohne dass du irgendwas anders machst, okay, hast du halt 3 Jahre keine ruhige Nacht und sowas. Also deswegen, Wahnsinn. Das hat dann nicht so viel mit Erziehung zu tun, sondern auch mit dem Charakter des Kindes. Und das muss das Kind dann auch mit sich selbst ausmachen. Hat aber den Vorteil, dass ich glaube, meine Theorie ist immer, dass mein Bruder in den ersten 3 Jahren so fürs ganze Leben die Wut rausgelassen hat. Der ist total entspannt. Der ist ja auch hier gerade im Studio Lemon. Hängt hier ein ganz großes Bild von dem auch. Da gucke ich immer rüber. Ja, an dieser Stelle nochmal liebe Grüße, Leon. Ja, auch von mir liebe Grüße, Leon. Ne? So, aber du, also ich habe da ja einen Haken dran. Gleichzeitig, ich habe mir früher immer, war mein Wunsch, ganz, ganz viele Kinder zu haben. Ehrlich? Und das ist tatsächlich, das wird so ein bisschen durch so meinen Reality-Check mit, wie man es finanziell irgendwie machen soll. Weißt du, wie das bei mir ist? Bei mir hat sich das in 32 Jahren gar nicht geändert. Also ich wollte noch nicht mal so als Kind oder sowas, habe ich irgendwie so Familie dann irgendwie mit der Nachbarstochter gespielt oder sowas, ja. Wahnsinn, nee, das ist für mich immer irgendwie. Ich wollte auch immer schon gern erwachsen. Es gibt ja dann viele, die so, ah, das innere Kind und so. Ich wollte auch wirklich schon immer gerne erwachsen sein. Ja, gegenteiliger könnte es wirklich nicht sein, aber das macht ja gerade mit 12 schon Krawatte binden und so. Und ich stelle mir aber die Frage, okay, mir geht es ja auch so ein bisschen darum, weißt du, ich bin doch ein netter, herzlicher Typ, diese Gene, das ist doch einfach auch wichtig, weil wir haben so eine. Unsere Welt wird immer kapitalistischer, gesagt, ja. Es müsste einfach. Mehr von dem Julian gehen, ja. Oder? Also es wirkt immer, glaube ich, unsympathisch, wenn man es selbst macht. Wäre, glaube ich, ganz schlecht. In Hollywood schlagen die jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammen. Mehr Julians? Nein! Aber dafür am Broadway, ja? Ja, ich bin für mehr Broadway, genau, ja? Das ist ja mehr Erich Kästner Lifestyle. Und bei den Ärzten klingeln auch in ein paar Generationen noch die Kassen. Das braucht der Bela B. auch. Der muss ich nämlich bestimmt bald mal aufspritzen lassen, die alte Ledertasche. Ja, und aber das, ich kann nicht unendlich viele Kinder kriegen, dachte ich. Aber? Klar, da kommt doch bei jedem Schuss kommen da noch 1 Milliarde Kinder raus. Genau, und das möchte ich mir zunutze machen. Und es gibt, warum nicht unter als Samenbankspender? Und das ist unser Angebot für alle 20-Dollar-Patronen. Die bekommen eine exklusive Julian Leithoff Samenspende. Wie geil ist das denn? Oder ein Mix von uns beiden. Da gibt's noch so den Poker und dann wirst du aber im Laufe des Großen. Ich glaube, man wird relativ schnell erkennen an dem Kind. Oh nein, das ist eloquent, aber gemein. Es muss von André sein. Das ist dann die Überraschungspackung. Ja. Das, ich weiß gar nicht, ob man das auch so mischen kann. Das, aber auf jeden Fall. Es wäre auch interessant, ob man das so mischen kann. Das ist doch, Julian, du weißt aber schon, wie das funktioniert. Am Ende setzt sich nur eine Samenzelle durch. Nein, ich meine, oder meinst du, man könnte so Mixed Twins machen? Also, und also deswegen, ich habe mich ja damit ein bisschen auseinandergesetzt. Natürlich in erster Linie, weil, wie wir ja vorhin schon irgendwie kurz angedeutet haben, ich leider nicht so viel verdiene wie du, ist es natürlich auch für mich eine Einkommensquelle. Also überlegt euch, von wem ihr lieber ein Kind haben wollt. Bei mir gibt's mehr zu holen. Ich bin aber auch vielleicht bald tot. Ich rauche. Ja, und interessierst dich nicht für das Kind, ja? Und ich zahle halt nur. Und ich interessiere mich ja total, zahle aber nicht. Genau, aber dafür. Ist halt der Kinderwagen nicht Premium. Das müsst ihr euch jetzt überlegen. Was wollt ihr haben? Geilen Kinderwagen oder einen geilen Vater? Ja, und deswegen habe ich mich mit der Fragestellung auseinandergesetzt, wie wird die Samenspende honoriert? Ja, und es gibt Kinderwunschklinik in Wiesbaden. Ah, wunderbar. Und der hat ein paar Infos darüber. In den USA und anderen Ländern ist Samenspenden ein Geschäft, für das die Spender abhängig von ihren eigenen Voraussetzungen und der Qualität ihrer Samen mehr oder weniger gut bezahlt werden. In Deutschland wird man mit Samenspenden kaum reich.
Spender bekommen nur eine Aufwandsentschädigung, die allerdings selten über 100 Euro liegt. Oft auch ein gutes Stück darunter. Der volle Betrag wird auch erst nach einem Zyklus von 6 Spenden ausgezahlt. Ah. Ist eine Spende unbrauchbar, gibt es meistens gar kein Geld. Warum keine, wenn keine finanziellen Gründe für die Spende sprechen, welche denn dann? Da hat die Klinik natürlich auch die Antwort. Eine Argumentation könnte sein, die soziale Ebene. Die Samenspende hilft Paaren mit Familienwunsch. Wie beim Blutspenden steht die gute Tat im Vordergrund. Angenehmer Nebeneffekt für die Spender? Schön ein Abwichsen. Gratis-Pornos reinziehen. Sie bekommen einen kostenlosen Gesundheitscheck. Ah, woo. Ja? Aber die Frage aller Fragen. Müssen Spender befürchten, später unterhaltspflichtig zu werden? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Grundsätzlich ist das nicht ausgeschlossen. Ah! Die Hürden sind aber hoch. Oh. Und bislang hat es in Deutschland auch noch keinen entsprechenden Fall gegeben. Zunächst einmal ist der rechtliche Wunschvater für den Unterhalt verantwortlich. Und das bleibt er auch, falls sich die Eltern später trennen. Nur wenn das Kind die Vaterschaft des Wunschvaters anfechtet und der Spender vor Gericht als Vater festgestellt wird, kann der Spender unterhaltspflichtig werden. Ja, also und das ist natürlich aus meinem Samen, das würde natürlich sagen, selbstverantwortlich. Ja. Und meinst du auf jeden Fall gucken, was geht? Auf jeden Fall übelst dreist gucken, wie viel man da rausquetschen kann. Möglichst von beiden Eltern, genau. Ja, ich muss ja dem einen nicht sagen, dass ich dem anderen irgendwie schon zur Kasse gebeten habe. Und jetzt ist es ja so eine Klinik muss ja irgendwie, gerade wenn es nicht so viel Geld gibt, um Spender werden, ja? Haben die dann so eine Seite wie so Bordelle, wo dann irgendwie schon so geil wird, wenn man auf die Seite drauf geht? Nein, ich glaube, vor allem das Wichtige ist ja, du brauchst ja nicht nur die Masse, sondern du brauchst ja die Klasse. Ja? Und deswegen geht es vor allem darum, glaube ich, am Anfang so eine Hürde erstmal einzubauen, dass da nicht jeder sich angesprochen fühlt. Zumindest hört sich das für mich hier so an. Ich nehme jetzt wortwörtlich, was auf dieser Seite von dem Wiesbadener Kinderwunschzentrum steht. Sehr gut. Das müssen Sie mitbringen. Ihren Pimmel, geladene Eier und Bock auf Wichsen. Um es gleich zu sagen, wir haben hohe Ansprüche. So fängt das an. Unter 20 Zentimetern brauchen Sie hier gar nicht aufzutauchen. Generell müssen Sie zwischen 18 und 38 Jahren alt sein. Erbkrankheiten in der Familie sind ebenso ein Ausschlusskriterium wie Krankheiten, welche die Empfängerin des Samen gefährden könnten. Insbesondere Infektions- und Geschlechtskrankheiten. Doch Spender müssen nicht nur gesund sein. Da beim Einfrieren ein Teil der enthaltenen Spermien abstirbt, ist auch eine sehr hohe anfängliche Spermienmenge notwendig. Halber Liter so. Und dann ist da noch die Frage der Vitalität. Nur wenn auch noch nach dem Auftauen noch hinreichend viele Spermien aktiv sind, kann eine Spende tatsächlich genutzt werden. Wahre Qualität ist eben nicht einfach zu haben. 100% handmade quality made in Germany. Offen gesagt, hält durchschnittlich nur einer von 15 Interessenten diesen Anforderungen stand. Die anderen sind alle Schlappschwänze. Sie bekommen das hin? Dann freuen wir uns darauf, Sie bald kennenzulernen. Mit strammen Grüßen, Ihr Abwix-Team. So. Haben die ihre Website mit wix.com erstellt? Oh. Ja, spritzig. Spritzig, witzig, aber serious, ja? Yes. Das, Und haben die da, waren da auch es gibt Bilder eine Telefonnummer. Auf der Seite? Waren da auch so Bilder auf der Seite? Nicht von den Leuten, aber da steht trotzdem, für die. Das war alles äußerst attraktiv. Das Paar kann den geeigneten Samenspender nach verschiedenen Kriterien auswählen. Dazu gehören Augenfarbe, Herkunft, Haarfarbe, Haartyp, die Statur, Blutgruppe, die Größe und das Gewicht. Ja, da wäre ja bei dir wäre ja wirklich ganz schön viel zu holen. Ja? Also augenfarbenmäßig bespielt dieser Spender ein Spektrum von blau bis braun. Stimmt, und auch beim Gewicht sind hier keine Grenzen nach oben gesetzt. Stimmt. Was brauchen Sie? Geben Sie mir ein halbes Jahr oder geben Sie mir eine Woche. Geben Sie mir einfach eine Flasche Eistee. Schließen Sie mich direkt an den Eistee. Stell dir vor, wenn dann so irgendwie befreundete Pärchen, die beide so eine Samenbankspende suchen, dann so, ja, wen habt ihr denn damals genommen? Und dann so, ja, wir haben so einen 90 Kilo mit grünen Augen. Uns war wichtig, kein Bartwuchs. So, da kommt ein Bild von mir und dann die anderen. Nee, wir wollten auf jeden Fall nicht mehr als 75 Kilo, aber dafür Vollbart und langes Haar. Und dann kommt halt die gleiche Person. Sehr gut, ja. Ja.
Aber es gibt auch eine Telefonnummer da. Also ich hatte auch schon mal überlegt, da irgendwie mal. Aber wäre das okay, weil du bist ja auch verheiratet? Ich glaube, das ist für die okay. Ja? Glaubst du wirklich? Frag vielleicht vorher nochmal so sanft an, ob das wirklich. Ja, aber ansonsten, okay, ansonsten nehme ich einfach die Tipps von diesem Bewerbungscoach. Wie muss ich das formulieren? Verheiratet, aber in der Hose geht ganz viel. Genau, ja. Die Pistole ist geladen und funktioniert. Also, es würde zumindest in der, das wieder in der Tonalität. Auch, ey, du könntest dich auch damit bewerben. Das klingt so, als ob man sich da bewerben muss. Hier nur jeder 20. hält unseren harten Anforderungen statt. Da kannst du ja dann wirklich so eine Bewerbung hinschreiben. So, ich konnte schon einmal unter Beweis stellen, dass ich das nötige Rüstzeug mitbringe, um Kinder zeugen zu können. Ja, aber die auch eingefroren. Aber ich kann ja sagen, ja, das Kind wurde in Alaska gezeugt. Ja, ich spare sehr gerne, deswegen heize ich nicht. Aber machen wir uns nichts vor, das ist ein langer, mühseliger Prozess. Ja. Und es ist ja auch für die, die diese Spende suchen, sehr kostspielig. Genau. Ich kenne eine, die. Hier dafür ist es günstiger. Für jeden 5-Dollar-Patronen wird Julian leider auch einmal in ein Glas reinwichsen und dann könnt ihr gucken, ob damit was geht. Einfrieren tun wir es aber nicht. Ja, machen wir doch so. kann direkt ab Werk abgezapft werden. In Holland ist es zum Beispiel günstiger und da kriegst du dann auch so einen Katalog. So ein holländisches Kind. Aber da gibt es dann auch, wie ich gehört habe, so einen Katalog, wo du dann wirklich auch so die Bilder siehst, was mich so sehr wundert, weil spätestens hört dann die Anonymität ja auch auf. Bei Bildern hört meistens die Anonymität auf. Aber vielleicht ist auch einfach, man sieht dann zwar ein Bild, aber das komplette Gesicht ist einfach nur so verpixelt. Und dann sieht das Kind später auch so aus. Das ist ja ein fertiger Sketch. Ja, aber du lass, so ist es jetzt zum Beispiel, um wieder die Brücke zur Kita kommt das Kind halt mit so einem verpixelten Gesicht raus, weißt du? Ja, weil in Kitas, alle wollen unbedingt immer Bilder von den Kindern, aber durch die Datenschutzverordnung darf man das ja nicht mehr. Und seitdem gibt es nur noch Bilder, wo alles verpixelt und nur noch im Anschnitt. Und das ist Deutschland. Auch auf Google Street View macht Deutschland. Deutschland zeigt der ganzen Welt irgendwie, wie das geht. Und dass Datenschutz echt cool ist. Also, und ich fand, weißt du, das ist dann nur für so eine exklusive Masse. Ja. Oder das ist, und du weißt, ich bin ein Mann des Volks und habe überlegt, es muss doch noch andere Wege geben, wenn man nicht für zigtausende Euro dann in irgendeiner Klinik das machen lässt. Und habe hier und heute den Julian Leithoff Bumsschuppen gegründet, wo Frauen einfach mal schön abreiten und schwanger werden können. André, muss ich gar nicht, sondern es gibt Portale, wo man sich einfach connectet. Habe ich einfach Samenspende Rhein-Main eingegeben und da gab's ein Portal. Und da sind dann einfach so Gesuche, so wie man halt bei eBay Kleinanzeigen sonst irgendwie einen Stuhl sucht oder verkauft. Ja, kann man da irgendwie. Oder so, wie man irgendwie dort einen Seifenspender sucht, kann man scheinbar auch einen Samenspender suchen. Sehr gut. Und zwar zum Beispiel wie die liebe Dela. Ja. Altersklasse, dann gibt es hier immer so Name, Dela, Altersklasse 33 bis 40, Postleitzahl. Hier. Ludwigshafen. Da tickt die biologische Uhr nicht nur. Ludwigshafen und Methode nach Absprache, weil es gibt die Bechermethode, es gibt aber auch die natürliche Methode. Ah, so, ja? Also das heißt, da kann man auch so ein paar geile Fick-Dates kennenlernen. Ich lese einfach mal vor, ja? Ist dann auch im Übrigen ohne Kondom, ja, wahrscheinlich. Das, André, das wäre das Beste. Sich so daten und so, ja, ich kann mir das vorstellen. Aber ey, Moment mal, also ohne Gummi mache ich es nicht. Ich übernehme als Mann Verantwortung. Und das riecht, du Schwein, was denkst du? So, wir, sie 35, er 36, suchen jemanden, der uns hilft, schwanger zu werden. Er ist leider nicht zeugungsfähig und wir wollen da nicht verheiratet, nun alles nicht auf die lange Bank schieben. Auf die lange Samenbank. Lang ist hier bei uns im Haus übrigens schon lange nichts mehr geworden. Wir suchen einen Mann, der hellbraune bis dunkelbraune Haare hat, grüne oder braune Augen. Und ich dachte, hier I come, im wahrsten Sinne. Mit der Augenklappe. Aber oh, witzig, Julian, witzig. Sollte mindestens 1,85 Meter groß sein. Ich bin nur 1,82. Ah. Was hast du für eine Augenfarbe? Ich habe grün-braune Augen. Ja, André. Meinst du, ich soll dich mal schön abreiten? Braune Haare, grüne bis... Ja, du kannst doch die Bechermethode nehmen. Also hier steht ja nach Absprache. Ah. Alles Weitere können wir gerne besprechen. Also das ist Ludwigshafen. Und die zahlen dann aber auch? Ich glaube nicht. Ne? Oder das... Also ich habe hier eine Telefonnummer. Kannst du mal anrufen. Die Leute im Saarland sind ein bisschen kürzer, die haben nicht so viel Vorstellung. Ja. Suche jungen, gesunden Spender aus dem Saarland oder näherer Umgebung. Egal. Methode nach Absprache. Mit Penis wäre schön.
Mit nur einem Penis wäre schön. Und dann hier ein bisschen näher, das hier steht nur Rhein-Main-Gebiet. Ich bin Daniele, 35 Jahre jung. Meine biologische Uhr tickt und ich möchte mir weißt endlich... weißt du, was dich richtig alt erscheinen lässt? Wenn du dein Alter so formulierst. Wenn du sagst, ich bin 35 Jahre jung. Achso, ich dachte, du meinst jetzt das mit der biologischen Uhr tickt, wo ich denke, das ist ja in dem Rahmen... schon irgendwie einer der Gründe, wahrscheinlich auch sich... Wahrscheinlich da auch aktiv zu werden. 35 Jahre jung. Die Uhr tickt und ich möchte mir endlich meinen Kinderwunsch erfüllen. Von der Bechermethode halte ich nichts. Und warum sollte man nicht Spaß dabei haben? Woo! Daher suche ich dich. Deutsch, bis 40, sportlich, gut bestückt und rasiert. Gerne auch ein netter Abend mit mehreren Männern. Mir ist scheißegal. Spaß und schwanger. Das ist das Ziel von diesem Samstag. Spaß und danach schwanger. André, wie groß bist du nochmal? 1,97. Ah, shit, hier sucht jemand nur bis 1,90. Ach, schade. Ich suche auf diesem Weg einen gepflegten, gebildeten Mann bis 1,90 Meter. Es entstehen keine finanziellen Pflichten und ich wünsche nach dem Spende keinen weiteren Kontakt. Bitte antwort nur mit Bild und warum du deine Hilfe anbietest. Bin sportlich, 1,69 und bereits Mutter eines Kindes. So, ja, merkwürdig. Und dann habe ich hier auch noch zwei. Schickst du so ein Bild hin und schreibst dann so, ich habe Spaß am Bumsen. Günstiger als Puff. Suche einen intelligenten Mann mit blauen Augen und blonden Haar, der bereit ist, unkompliziert zu spenden. Das Kind sollte später den Vater kennenlernen. Muss aber kein regelmäßiger Kontakt sein. Ja, hi. Ja, ich bin der Julian. Damals hatte ich noch blonde Haare. Pass auf, wenn du bist mein Sohn. Pass bitte ein bisschen mit dem Essen auf. Du gehst schnell auch mal aus der Form. Aber ist das schon interessant, diese beiden, ich sag mal, Wege zum Kind so zu vergleichen. Bei dem einen hier, es wird eingefroren, nur einer von 15 hält Stand. Und nur wenn du in 6 Proben... Und da ist halt so, von mir aus auch mehrere Männer. Bis 40 ist okay. Und dann schreiben natürlich auch darunter auch Leute mit Bild so, kannst mich nehmen. Gruß Helge. Und dann schreibt die so drunter, alles klar, oder? Ja? Ja. Und dann treffen die sich so und dann hat man halt ein Kind. Ja gut, warum auch nicht, ne? Da ist vielleicht dann aber auch das Kind mehr so der Lifestyle-Artikel. Wäre jetzt so mein Tipp. Ne? Ich meine, wenn jemand gerne ein Kind möchte, jetzt zum Beispiel das Paar am Anfang, ja, das verstehe ich natürlich schon, aber wenn der alleinstehende Frau und dann muss da jetzt unbedingt das Kind und so, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ne? Ja, finde ich nicht gut. Internet ausschalten. Nee, also das heißt, lieber der klinisch seriöse Weg. Auf jeden Fall. Und da auch, wo es ein bisschen Asche gibt. Trotzdem auch komisch, also ich würde, wenn ich das dann mache, dann aber auch in dieser Tonalität da einsteigen, dann also auch anrufen. Hallo. Also. Ja, hallo. Hier ist Julian Sexington Leithoff. Ling, nong, 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 nong. Ja, Moment, warten Sie. Schätzchen, ich komm gleich wieder. Warten Sie, ich gebe Ihnen eben mal meinen Penis. Ja, hallo, also ich bin Julians Penis. Wie man an meiner tiefen Stimme hören kann, bin ich mördergroß. Julian hat nämlich sein linkes Bein im Krieg verloren. Aber ich ersetze es ihm. Und ich bin bereit für neue Herausforderungen. Große Becher brauche ich. Ja, André, ich würde sagen, in diesem Sinne, gucken wir mal, was da draus wird. Ja, gucken wir einfach mal. Also, wenn ich dich mal schauen, ob ich dieses Wochenende meine Freundin oder irgendeine anonyme Frau aus dem Internet schwängere. Ob Bechermethode oder natürlicher Weg. Das entscheiden wir zusammen. Ja, und wenn ich dich mal zum Essen einladen sollte, dann weißt du, da habe ich wahrscheinlich 100 Euro fürs Wichsen bekommen. Ja. Das war die Therapie für diese Woche. In diesem Sinne, kommt gut nach Hause, es sei denn, ihr wartet auf die Bechermethode. Absolut, viel Spaß beim Wichsen. Die Aufnahme war abgeschlossen, da hat mir der Julian noch eine Geschichte erzählt, die wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, darum erzähle ich die jetzt einfach nochmal kurz nach. Und zwar erzählte er mir von einer Bekannten, die in so einem Labor arbeitet, wo dann eben mit diesen Samenspenden gearbeitet wird. Und da gibt's dann natürlich auch den Raum, wo die Spenden abgegeben werden, also sprich den Wichsraum, ja. Und da liegen dann halt auch so Pornohefte und sowas drin, um stimuliert zu sein und alles. Julia hat mir eine Geschichte erzählt von dieser Bekannten, die meinte dann so, ja, da kam dann halt einmal ein Typ und der kam halt schon mit seiner Mutter, was ich halt auch schon sehr interessant und bedenklich finde, ja. Dann hätte ich schon die Polizei alarmiert, wenn da einer mit seiner Mutter auftaucht, ja.
Und dann ging der da in die Kabine und dann irgendwann so nach einer Viertelstunde macht er wohl die Tür auf und hat gesagt, er kriegt's halt nicht hin, es klappt nicht. Und ist halt die Mutter mit ihm da reingegangen und 5 Minuten später kamen die halt mit der Probe raus.